Spitzenspiel in der B-Junioren-Kreisliga Nord. Tabellenführer JSG Ribberg-Eichenzell gastiert beim ärgsten Verfolger FV Horras. Beide Teams sind noch ungeschlagen und trafen erst vor knapp anderthalb Wochen in der Liga aufeinander, als sich beide Mannschaften im Hinspiel mit 1:1 trennten. Die Ausgangslage ist leicht erklärt. Horras muss gewinnen, um die Tabellenführung zu übernehmen. Und es geht gut los. Bereits in der dritten Minute bietet sich die erste Torchance für Ribberg. Per Freistoß legt Julian Keller das Leder auf den Kopf von David Roth, der den Ball in Richtung langes Eck drückt. Doch Keeper Dennis Schäfer pariert. In der 11. Minute gelingt es dann. Per Ecke segelt der Ball in den Strafraum, dotzt ungehindert auf und Julian Michel muss nur noch den Kopf hinhalten. Ribberg geht früh in Führung. Doch die Horrasser Kicker geben nicht auf. Beide Teams kämpfen hart um jeden Ball. In Minute 20 dann der Schock. Auf der Jagd nach dem Ball prallt der Ribberger Captain Lukas Herzog mit einem Gegner zusammen und prallt daraufhin hart gegen die ans Spielfeld angrenzende Mauer. Mit blutendem Kopf und Arm bleibt er liegen. Sofort wird der Notsatz gerufen und das Spiel unterbrochen. Glücklicherweise kann Herzog später weiterspielen. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Weiter geht's in der 35. Minute. Franz Ruppel behindert einen Freistoß und sieht dafür gelb. Bei der Wiederholung des Freistoßes stoppt Moritz Günther den Ball im Strafraum mit der Hand. Gelbe Karte und Elfmeter. Diesen verwandelt Julius Günther eiskalt. Das ist der Ausgleich. Springen wir in die zweite Hälfte. Julian Keller passt zu Lukas Körber und dieser verwandelt 2:1. Beide Teams schenken sich nun nichts mehr. In der 65. Minute kommt Keller dem Tor gefährlich nahe. Bevor er aber ausführen kann, wird er hart gestoppt. Wieder Elfmeter. Diesen macht David Belz klar und sorgt so für eine stabile 3:1 Führung. Doch Ribberg bleibt dran. 10 Minuten vor Schluss sorgt Franz Ruppel mit einem Gewaltschuss ins linke Eck für den Anschlusstreffer. Die letzten Minuten dominiert ganz klar die Mannschaft in Grün. Für den Ausgleich reicht dies aber leider nicht mehr. 3:2 der Endstand. Mit diesem Sieg übernimmt Horras die Tabellenführung und kommt so dem Meistertitel ein Stück näher. Ja, war ein ausgeglichenes Spiel, Kampfspiel. War vielleicht vom Tempo her ein bisschen langsamer als vor anderthalb Wochen. Da hatten wir das Hinspiel, weil das war in der Vorrunde ausgefallen. Und ja, letztendlich haben beide Mannschaften, hätten es verdient aufzusteigen. Ribberg, sehr starker Gegner. Jetzt haben wir beide noch zwei Spiele. Jetzt sind wir wieder knapp vor Ribberg. Und ja, dann hoffen wir, dass wir dabei bleiben und dass wir dann die Meisterschaft einfahren können und dann auch aufsteigen können. Ja, gut, weil meine Meinung, ich habe schon gemerkt, dass heute meine Jungs, die waren ein bisschen nervös. Was mir aufgefallen ist heute, wir haben heute hinten insbesondere bei langen Bällen, haben wir nicht gut verteidigt. Das war vielleicht ein kleiner Nachteil von heute. Ja, natürlich muss ich auch sagen, insgesamt, vielleicht war zum Schluss noch ein 3:3 drin, wäre möglich gewesen. Aber ich denke mal, wir haben zwei Mannschaften gesehen, die auf Augenhöhe sind und der Glückliche hat heute gewonnen. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.